In der Debatte Jana Schimke für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kollegin Krellmann, Sie haben Ihren Redebeitrag begonnen mit den Worten, dass heutzutage der Ausbeutung im Arbeitsleben Tür und Tor geöffnet sind. Und ich frage mich manchmal, was würden Sie eigentlich ohne Ihre Kampfrhetorik und die alten Feindbilder machen? Nein, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Arbeitswirklichkeit, die Arbeitswelt von heute ist in der Tat eine andere. Wenn man in eine Firma geht, es ist völlig egal, wie viele Beschäftigte dort tätig sind, sagen wir mal 200, dann sagt der Chef, dass er auch 200 Arbeitszeitmodelle hat. Und flexible Arbeitszeitformen sind heutzutage Realität auch in unserer Arbeitswelt und auf unserem Arbeitsmarkt. Da gibt es Teilzeit, da gibt es individuelle Arbeitszeiten, Gleitzeit, Vertrauensarbeitszeit, mobiles Arbeiten, Jahres- und Lebensarbeitszeitkonten, Jobsharing und so weiter. Also das füllt ja inzwischen auch schon ganze Studien und bestätigt einmal mehr, wie vielfältig auch unsere deutsche Wirtschaft ist. Und Fakt ist eins, wer heute seitens der Unternehmen die Wünsche der Mitarbeiter eben nicht erfüllt, ist auch nicht mehr attraktiv für die Beschäftigten. Arbeitgeber sind deswegen, so es ist meine persönliche Einschätzung und das erlebe ich immer wieder, wenn ich auch vor Ort unterwegs bin, sind noch nie so stark auf die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter eingegangen wie heute. Klar gibt es dafür natürlich Gründe. Der Fachkräftemangel ist einer der zentralsten Gründe. Es fehlen schlichtweg Beschäftigte. Man lässt sich unglaubliche Dinge einfallen, um Mitarbeiter zu gewinnen und auch zu halten. Und Arbeitgeber und Arbeitnehmer, das ist auch eine Wirklichkeit der heutigen Zeit, begegnen sich auf Augenhöhe. Wir haben eben nicht mehr den unmündigen Arbeitnehmer. Das ist Quatsch. Das gab es früher mal. Das ist heute nicht mehr der Fall. Zumindest nicht im größten Teil der deutschen Wirtschaft, liebe Frau Krellmann. Und nicht umsonst sprechen natürlich auch viele Wissenschaftler inzwischen auch vom sogenannten Arbeitnehmermarkt. Der Arbeitnehmer gibt immer mehr den Ton an, wo lang die Richtung geht. Weiterer Punkt, Digitalisierung ist heute auch schon mehrfach angesprochen. Liebe Frau Krellmann, Smartphone und Tablet, das dürfte auch bei Ihnen nicht vorbeigegangen sein, schaffen natürlich auch ein völlig anderes Arbeiten. Wir arbeiten heute nicht mehr 9-to-5. Nein, wir arbeiten mobil, wir sind unterwegs. Ja? Arbeit verändert sich und wird auch neu. Beschäftigte wollen kein starres Arbeitszeitkorsett mehr. Das ist schlichtweg nicht mehr gewollt. Schauen Sie sich die neuen Branchen an. Ja? Die ganzen digitalen Berufe, die digitale Branche, ja? Die wollen das alles nicht mehr. Die wollen Freiheit haben. Ja? Und das ist das, worauf wir auch antworten müssen, politisch. Flexibles Arbeiten erhöht, und das ist auch eine ganz interessante Erkenntnis, liebe Frau Krellmann, flexibles Arbeiten erhöht auch die Arbeitszufriedenheit. Warum? Weil wir Beruf und Familie miteinander besser vereinbaren können, weil wir auch das Ehrenamt besser unter den Hut bekommen, ja? Weil wir doch auch wollen, dass die Menschen neben der Arbeit auch noch andere Dinge in ihrem Leben tun. Davon profitiert auch eine Firma. Ja? Und deswegen, flexibles Arbeiten kann somit auch zum Stressabbau dienen. Na, selbstverständlich. Und warum soll man den Menschen nicht die Freiheit lassen? Sie fordern in Ihrem Antrag zum Beispiel die 48-Stunden-Woche, die gesetzlich erlaubt ist, auf 40 Stunden zu reduzieren. Das ist eine rückständige, das ist eine völlig rückständige Forderung, weil sie eben keine Antworten auf die Zukunft gibt. Schutz, das ist, dass Sie propagieren einen Schutz, der keiner ist, weil Ihre Forderungen immer zu Lasten von Flexibilität gehen. Sie gehen zu Lasten von Selbstbestimmung und natürlich auch zu Lasten von betrieblichen Erfordernissen. Die Auftragsbücher sind voll in den Firmen. Die wissen nicht mehr, wie sie ihre Aufträge abgearbeitet bekommen. Ja, das ist möglicherweise auch ein Grund für die hohen Überstunden, die wir haben. Will ich gar nicht ausschließen. Aber darauf müssen wir doch Antworten schaffen. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, wollen Sie damit auch die 6-Tage-Woche, nach denen ja das Arbeitszeitgesetz derzeit noch aufgebaut ist, damit auch abschaffen. So, das ist im Grunde genommen, schaffen Sie Kurzarbeit durch wirtschaftlichen Abschwung. Und das ist etwas, was wir nicht verantworten können. Zweiter Punkt, Recht auf Nichterreichbarkeit. Da fragt man sich schon, wo leben Sie eigentlich? Das ist ein alter Reflex gegen eine moderne Arbeitszeitpolitik. Flexibilität und Arbeitsschutz müssen sich nicht ausschließen. Im Gegenteil. Wie ist die betriebliche Realität heutzutage? Mitunter sind es die Arbeitgeber, sogar sehr, sehr oft die Arbeitgeber, die
Ihre Arbeitnehmer explizit darauf hinweisen, und das, glaube ich, tun wir auch hier im Deutschen Bundestag, ja, dass wir unsere Mitarbeiter darauf hinweisen, doch am Wochenende auch mal Wochenende sein zu lassen. Das gehört einfach dazu für einen guten Arbeitgeber. Und immer mehr Firmen berichten mir auch davon, dass das natürlich auch Gegenstand von Betriebsvereinbarungen ist und natürlich ein ganz zentraler Bestandteil auch der Unternehmenskultur. Das muss man doch einfach mal anerkennen. So, Dokumentationspflichten möchten Sie auch ausweiten. Sie wollen auf Deutsch gesagt die Stechuhr wieder einführen. Sie wollen die Vertrauensarbeitszeit damit abschaffen. 50% der Betriebe in Deutschland bieten Vertrauensarbeitszeit an. Wenn Sie Dokumentationspflichten in dieser Form einführen, dann schaffen Sie solch ein Arbeitsmodell faktisch ab. Genauso schaffen Sie auch Arbeitszeitkonten ab. 20% der Betriebe bieten das immerhin auch an. Das ist damit nach meiner Lesart dann eben nicht mehr möglich. Und was bedeutet last but not least eine Mindeststundenzahl von 22 Stunden in der Woche, dass man letztendlich keine Stellenausschreibung mehr machen kann, um zum Beispiel einen Kollegen, eine Kollegin, die in Elternzeit ist und Teilzeit arbeitet, das irgendwie hinzubekommen, dass die Arbeit dennoch erfüllt wird. Und das ist auch ein Vorschlag, der zu einem Großteil gegen die individuellen Wünsche von Beschäftigten, von Arbeitnehmern, von Arbeitssuchenden widerspricht. 90% der Arbeitnehmer in Deutschland wünschen sich Flexibilität am Arbeitsplatz. Und das ist damit dann letztendlich auch nicht mehr möglich. Meine Damen und Herren, was wir brauchen, ist nicht mehr, sondern weniger Regulierung. Wir müssen uns überlegen, wie gehen wir künftig mit den Ruhezeiten um, auch mit Blick auf Digitalisierung. Und wir brauchen nicht mehr eine Tageshöchstarbeitszeit, sondern eine Wochenarbeitszeit, um sozusagen auch diesen Anforderungen gerecht zu werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Schimke. Letzte Rednerin in